Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mist Survival. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, am Freitag haben wir diese Höhle entdeckt, beziehungsweise habe ich euch das ja gezeigt. Da haben wir auch endlich wieder den Berserker entdeckt. Und sogar gestern in der Folge am Samstag haben wir gegen den Berserker gekämpft, haben 3 Anläufe gebraucht. Ja, am Ende war es ganz easy peasy. Wir hatten 2 Granaten gebraucht. Hatten natürlich das Problem, ich habe in dieser Mine gespeichert. Ihr habt es auch in den Kommentaren geschrieben. Nicht in der Mine speichern, denn die Mine ist sehr, sehr, sehr verbuggt. Wir haben es gesehen, wo wir dann wieder neu gestartet sind. Es war keine Mine mehr, es war putzig einfach nur. Also die Mine ist komplett verbuggt. Also wenn ihr selber spielt, nicht in der Mine speichern, recht rausgehen. Also ihr könnt auch nicht hier in der Mine reingehen, abernten und dann speichern und dann wieder neu laden, dann habt ihr diesen Bug nämlich auch. Dann habt ihr erstmal für eine lange Zeit keine ordentliche Mine mehr und dann müsst ihr erst wieder rausgehen, hier draußen speichern, dann wieder neu starten. Und ja, ob das das Sinn und Zweck der ganzen Sache ist, frage ich mich und bezweifle es ehrlich gesagt, zumal man weiß nicht, ob man sich eventuell den Spielstand damit verhaut. Dann des Weiteren wollte ich nach der gestrigen Folge hier rausgehen, die Sachen hier rausbringen und hatte Glück, wie gesagt, wir haben jetzt irgendwie Zombies, wahrscheinlich durch den Bug Zombies in der Mine, und ich hatte die Kiste in der Hand, 4 Stück kamen zu mir und das war's. Das heißt, ich hatte auch nicht gespeichert. Das heißt, ich durfte doch einmal gegen den Berserker antreten. Ging auch relativ schnell down, aber habe ein bisschen mehr Mats für den verbraucht. Also nicht, dass ihr euch wundert, warum wir jetzt keine Granaten mehr haben oder warum, wartet mal, warum, zack, wir plötzlich nicht wirklich mehr Schrotmunition haben. Ich habe ein bisschen mehr Mats diesmal verbraucht für den Berserker, aber ich konnte ihn noch mal besiegen, aber am Ende war ich wirklich dann nur noch frustriert im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich habe es geschafft, wir sind hier draußen. Wir haben jetzt Tag 80, 18:06 Uhr. So, komm, wir räumen auf. Wir gehen ab in unsere Base wieder zurück. Wir müssen uns erstmal erholen von der ganzen Sache hier. Eieieiei. Fazit eigentlich dieses Updates auf der einen Seite. Also, komplett Fazit würde ich sagen, durchwachsen. Ich finde es cool, dass die Mine jetzt nur noch eine neue Location hat. Die Old Mine ist cool, dass wir dadurch quasi jetzt 2 Minen haben. Optisch gesehen ein richtiger Hit. Sieht richtig mega aus. Es gibt jetzt auch Puzzle-Quizzes, leider bloß, ja, wenn man das jetzt die beiden mit den Hebel hier in der Mine sieht und das am Hotel mit der einen Tür, sind das gerade mal 3 Mini-Puzzle-Quiz. Mehr ist es nicht. Das ist halt jetzt eher negativ. Ja, es gibt ein paar neue Items. Es gibt ja diesen Bauhelm auch. Den haben wir jetzt gefunden hier in der Mine. Also wer den Bauhelm sucht, wo war's? Hier, da ist er. Den findet ihr in der Mine, wenn ihr den Berserker besiegt habt, am 2. Generator im Regal. So, das gibt's. Es gibt einen Screwdriver, also einen Schraubenzieher als neues Item. Es gibt einen Hebel als Item, den ihr braucht für den Generator. Das findet ihr aber alles hier in der Mine. Und ja, aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, die Map-Erweiterung, die wir ja haben, das ist auch positiv, ist richtig nice. Wie gesagt, dass es einen neuen Standort gibt für die neue Mine, ist auch richtig nice. Gut, der Weg zur anderen Mine, die ja auch noch existiert, bis zumindest bis zum Tor. Ja, der Weg hin und her zu pendeln, glaube, das wäre extrem vom Weg her. Daher, mehr gibt es aber leider nicht. Nur also diese Puzzle-Quizzes hätten ruhig mehr sein können. Den Bug jetzt hier mit der Mine, das ist natürlich jetzt auch sehr frustrierend, nicht gerade sehr schön. Daher das Gesamtfazit für dieses Update in meiner, ja, aus meiner Sicht gesehen, durchwachsen. Ihr könnt ja mal eure Meinung zu dem Update, was es jetzt gab, in die Kommentare schreiben, würde mich natürlich interessieren. Wie gesagt, es gibt ja auch einen Rückspiegel mittlerweile drin, der aber durchsichtig ist, der null Funktion hat. Ja, wenn ich sowas ins Spiel doch reinbringe, dann sollte das doch auch funktionieren, oder? Gut, dass es mit dem Auto hier vielleicht nicht alles so funktioniert. Ja, kann man vielleicht noch drüber hinwegsehen. Aber ich brauche diesen Rückspiegel nicht, wenn er nicht funktioniert. Beziehungsweise ich glaube, ich brauche allgemein hier drinnen gar keinen Rückspiegel. Gut, naja, jetzt haben wir ihn drinnen. Jetzt freuen wir uns. So, jetzt müssen wir natürlich wieder hier aufpassen, wie ich in der Banditas. Ja, ihr schießt sofort wieder los, ihr den Flachwegsack. Geht auch zur Mama.
So, wir haben es geschafft. Die haben die Karre nicht zerschossen. Ich schieße nochmal. Nehmen wir auch ohne die Munition. So, wie gesagt, wir düsen jetzt erstmal nach Hause. Wir erholen uns jetzt erstmal von dem Schock. So. Ich lasse die Matze jetzt hier auch liegen, ne? Das machen wir auch mal separat. Ein paar Folgen können wir ja noch machen. Wie gesagt, das war aber noch nicht die komplette Mine. Also es soll noch weitere Levels zu den Minen geben. Das wird natürlich dann auch ein Stück, wenn der Berserker dort bleibt, wo er jetzt ist. Und es geht hinten weiter mit der Mine. Alla die Waldwehr, da musst du jedes Mal den Berserker dort erstmal niedermetzeln, damit du dort weiterkommst in die Mine. Das könnte eine Herausforderung werden. Eieieiei. So, wir sind erstmal wenigstens zu Hause. Zu Hause ist da, wo es am schönsten ist, oder wie war das? So. So. Wir konzentrieren uns erstmal unser Bauvorhaben wieder hier. Das war ja dann doch schon die Auseinandersetzung mit dem Berserker und dann das überraschende Endergebnis mit zwei Granaten. Halla die Waldweh. So, dann würde ich sagen, jetzt kommt das Schönste vom ganz Mist Survival. Wir müssen erstmal aussortieren. Oh Mann. Tun wir noch was essen? Siehst du denn? Dann tun wir am nächsten Tag mal einen Hirsch noch mitjagen und noch ein bisschen bauen, dass wir hier ein bisschen runterkommen. So, die Nägel hauen wir erstmal hier mit rein. Zucker. Das brennt hier noch alles. Wir kommen hier nicht runter, ne? Wir kriegen hier davon so viel Matz. Wir haben ja hier unten alles voll. Oh, warte, hier haben wir noch nichts, aber hier haben wir noch alles voller Flaschen. Und hier voller Flaschen. Okay, das können wir jetzt, glaube ich, nicht grinden, ne? Weil uns noch eins jeweils fehlt. Okay. Tücher können wir wegräumen. Platinen können wir wegräumen. Ne, hier. In das Regal möchte ich. Dankeschön. So, Tücher. Zack. Da haben wir auch fast voll. Alter Falter. So. Haben wir wenigstens hier schon mal ein bisschen Matz, ne? Bräuchten wir 5 Kohle, dann könnten wir wieder Schießpulver herstellen. Dann hätten wir 7, könnten wir 7 mal Schrotmuni herstellen. Den Bobbys geht's noch gut, man hört's. So, als nächstes können wir, guck mal hier, zack, zack und zack. Dann schauen wir mal das und das. Das muss hier bleiben, leider. Das könnten wir machen. Da müssen wir mal gucken, was wir unten haben. Wie sieht es denn eigentlich? Ja, Bedürfnisse sehen gut aus. Das heißt, das Tüchchen räumen wir weg. So. Schrot, die haben wir keine. M4. Da haben wir ein ganzes Stack. Dann können wir die wieder hier aufräumen. Hier voll, dann kannst du den Rest hier reinhauen. Und ich wundere mich, dass wir für unseren Revolver immer noch keine Munition craften können. Bin ich echt immer noch überrascht, ne? Warum auch immer, ich weiß es nicht. So, den Quine da hauen wir erstmal hier mit rein. Dann sieht das Ganze nämlich schon mal ansehnlicher aus. Zack. Komm, hier macht es so. Dann haben wir einmal Salz. Den haben wir auch echt genug. So. Und Klebeband. Da gehen wir einmal zum Schmelzofen. Ne, bevor wir zum Schmelzofen gehen, gucken wir nochmal in den Spinden nach. Bin mir jetzt gerade nicht, also nicht in den Spinden, in den Koffern. Bin mir gerade nicht mehr sicher, ob wir da noch was drin hatten. Ach, guck an. Guck an. Ach, guck an. Ach, hier. Eieieiei. Können wir uns gar nicht entscheiden, was wir zuerst machen. Ja, komm hier. Drück F. Ach, das waren die Pfeile. Okay. Pfeile und Sperre. Alles klar. So, Schmelzofen. Zack. Leider haben wir bloß 3 Slots. Dann machen wir erstmal das, das, das.
das. So, melden. Blaupausen. Die würde ich mal sicherstellen. Im Tresor. Ist immer noch die Frage. Hoppala. Ist immer noch die Frage, für was die überhaupt sind. Aber die würde ich gerne mal sicherstellen. So. Military Components. Hierhin. So, Maissamen. Den müssen wir auch mal wieder gießen. Na komm, dann haben wir den hier rein. Das sieht gut aus. So, dann haben wir schon mal eine leere Kiste. Ich würde erstmal ganz schnell, kleinen Moment. Zack. Das erstmal hier wieder reinräumen. Revolver haben wir auch leer geschossen, oder? Ne, 7 Schuss haben wir noch. War auch nicht mehr viel, ne? Und wir können keinen... keine Revolver-Munition craften. Und das verstehe ich halt nicht. Warum kann ich keine Revolver-Munition craften? Shotgun. Jagdgewehr. M4 Pistole. Ich kann keine? Warum nicht? Das verstehe ich nicht. Ich habe eine Waffe, wo ich keine Munition craften kann. Da geht mir doch irgendwann die Munition aus. Ja, es gibt halt Sachen in dem Spiel, die kann man nicht verstehen. So, zack. Immerhin haben wir eine neue Kiste. Wir haben sogar einen neuen Maissamen bekommen. So. Wenn ich jetzt anhebe und hier rüber. So. Ja, das sieht gut aus. So, oh, guck mal an. Destillen sind fertig. Dann setzen wir doch gleich mal neu an. Zack. Zack. Ach, das muss ich ja noch verwenden. Zack. Dann bleibt das so. Dann ist das der Ersatz. Split one, split one. Dann müssen wir die auch noch aufräumen. So. So. Nimmt echt langsam überhand. Split half. Split half. Zack. So, dann müssen wir das einmal hier reinräumen. Und einmal hier reinräumen. Wo ist der zweite Eimer? Hier. Dann holen wir schnell Wasser. Was ich mir übrigens festgestellt habe, das zeige ich auch gleich nochmal. Warum braucht man... Ah, ich zeige es euch gleich. Wir machen jetzt erstmal das eine. So, 10 Liter. Zack. Zack. So, der Still. Zack. Und zack, auch hier 10 Liter. Zack. Zack. Und der Still. Sehr gut. Dann zwei Tücher. Split one. Split one. Bandage. So, dann haben wir hier schon wieder 8 auf Tasche. Und dann machen wir Split half. Split one. 3 brauchen wir noch. So, zack. Split half. Zack. Dann halt so. Mensch, diskutier doch nicht mit mir. Gleich 20 Uhr. Dass man alles feile, das ist nicht so wichtig. Sehr gut. Bedürfnisse sehen noch gut aus. Dann würde ich sagen. Halt, stopp. Wir gucken nochmal schnell nach. Weil wir sind ja jetzt relativ gut geschützt. Wie sieht es denn hier aus? 1 Stunde 16. 1 Stunde
16. Ich würde gerne über die Nacht noch das andere einschmelzen. So, wir machen mal eine Stunde Pause. Und 20 Minuten Pause. So, nee, nicht nochmal. Trotzdem aufpassen. Wir könnten ja trotzdem hier rein spawnen. So. Zack. Dann ist das schon mal fertig. 12 Stück haben wir wieder. So. Zack. Hier kriegen wir insgesamt 4 nochmal raus. Von den... Was war's? Was? Ingot oder so? Ich weiß es gerade gar nicht. Zack. Zack. So, das lassen wir drin. Das können wir hier reinräumen. Ne, das nehmen wir mit. Das ist wertvoll. Das kann hier bleiben. So, zack. Das freut mich. Zack. Türe zu, Affe tot. Sehr ruhig. Also, es ist trotzdem sehr ruhig geworden, seitdem wir die Schutzmauer da aufgestellt haben. So, das war auch schon alles voll. Dann tun wir das erstmal hier mit rein. Dann tun wir noch den wertvollen Schatz. Nicht da rein, hier rein. Zack und zack. Zack. Pass in Gott. Tatsächlich. Sehr schön. Und dann machen wir so. Die Waffe schicken wir weg. So, und dann gehen wir erstmal schlafen. 8 Stunden, komm. Dann müsste es nach 5:30 sein. Naja, wir haben wieder was. Da haben wir es. 5 Stunden nochmal. So. Der nächste Morgen ist angebrochen. Werte sehen, Hunger, naja, zur Hälfte geht noch. Durst haben wir. Dann gönnen wir uns mal einen Schluck. So. Füllen natürlich gleich nochmal auf. Dann würde ich sagen, tun wir ein bisschen bauen. Ich möchte bloß mal kurz was gucken. Ein Pfeil fehlt uns. Ein Pfeil haben wir da verloren. Bei der ganzen Sache mit dem Berserker. Split one. Zack. Das kann ja erstmal so stehen bleiben. Das ist jetzt nicht so schlimm. Equipped. Add arrows. Zack. So. Gut. Wir brauchen auf jeden Fall Hammer. Wo habe ich den Hammer hingelegt? Hatte ich nicht. Wir haben noch einen Koffer noch, oder? Ja. Da haben wir den Hammer hingetan. Den würde ich erstmal kaputt machen wollen. Das kann so bleiben. Meinen kleinen Vorschlag haben wir, nehmen wir natürlich wieder gerne mit. Wir brauchen einen Hammer. Das brauchen wir auf jeden Fall. Nägel. So. Brauchten wir auch noch Bretter, ne? 4 Stück zumindest. Wie war es hier drüben? Da hatten wir alles fertig. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Bretter. Hatte ich noch irgendwo... Nichts? Gar nichts? Baumstämme. Okay. Zack. So, dann gehen wir mal zu der Säge, die keinen Strom braucht, obwohl sie Strom braucht. 6. Ja, komm. Wir machen mal 12. Was machen wir, das Hammer? So. Dann. Zack. Gut, dann bauen wir jetzt erstmal diese Übergänge hier fertig. Wartet mal. Wo haben denn die Bretter gefehlt? Hier. Dann bauen wir das erstmal zuerst. Ah, dieser. Die gute... Hat man hier die Säge? Nein. Dann war die Säge hier. Voila. Zack. 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 So. Hier muss man hin. Let's go. Halbe Stunde. Dann ist der Übergang hier auch fertig.
Oh, aber haarscharf du an. Oh, ach, ich komme gar nicht hoch. Den komme ich hoch. Wir bauen hier erstmal fertig. Was braucht man hier noch? 6 Baumstämme. Einer fehlt noch. Sehr schön. Das war leer. So, das sind die letzten Baumstämme. Dann müssen wir erstmal wieder einsammeln gehen. Reicht auf jeden Fall, um diesen Übergang zu bauen. Jawohl. Ah. So, das ist... Oh, ich möchte hier den... Ja, hier kommt den Überbau. Oder den Übergang bauen wir noch fertig. Zack. Dann haben wir hier jeweils über die Übergänge schon fertig. So, was brauchst du denn hier noch? 6. Also wir haben wir, glaube ich, nicht mehr, ne? Doch, sehr schön. Dann haben wir das auch schon mal fertig. Dann haben wir untenrum alles erstmal schon mal fertig. Die ganzen Übergänge. Sowohl die Stützen für den Wachturm, der hier hin soll. Richtig nice. Sehr gut. So, let's go. Dann gehen wir einmal hoch. Guck, den haben wir ja auch noch Wurmstämme, stimmt ja. So, so sieht das Ganze jetzt aus. Ein bisschen verworren, aber hat alles seine Hand und Fuß. Wir gehen hier lang. Beim Tor vorbei. Hier wird es blockiert, warum auch immer. Ja, dann springen wir halt drüber. Bäh. Zack, drüber. Hauptsache, du bist halt hier flexibel, musst nicht ständig runter, ne? So. So. Zack. Kannst dann hier weiter rumlaufen. So, jetzt können wir ja mal eine ganze Runde laufen hier. Wir sind ja jetzt fertig. Wir haben überall jetzt die Übergänge gebaut. Sehr gut. Zack. Auch hier bleibt sie nicht aus, drüber zu springen. Entweder wir müssen drüber springen oder wir müssen uns, wie in diesem Fall hier, einfach mal ducken. So, zack. Hier haben wir den nächsten Übergang. Hier kommen wir aber ohne Probleme durch, ohne zu springen. So. Zack. Drüber springen. So, nächstes Tor. Zack. Zack. Und Ebola sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Richtig nice. So, wenn wir einmal hier sind. Hier sollte noch so ein... Was ist denn das für eine Lücke? Ist das so gewollt? Okay. Wenn wir einmal hier sind. Was ist denn? Das war ja das, wo wir noch einen Aufgang... Müssen wir da mal gucken. Egal. Zack, zack. Dann tun wir natürlich auch hier schon mal anzeichnen. Ne, hier möchte ich den nicht haben. Das soll nur der Übergang sein. Hier, das soll nur der Übergang sein. Ja, so ist gut. So ist perfekt. Zack, zack, zack. Hier kommt der Wachturm hin. Da drüben kommt ein Wachturm hin. Dort haben wir ja schon einen. Und für die andere Seite nehmen wir ganz einfach den Wasserturm. So, es dauert ja 10 Stunden genau. Wir brauchen ganz schöne Mats. Was habe ich noch im Inventar? 8 Bretter, 4 Baumstämme. Könnten wir hier rein verholzen? Wie viel Nägel? 50. Das ist das Einzige, was wir kommen. Was machen wir? Das haben wir. Hier oben sind wir auch gut geschützt, falls doch der Nebel schon mal kommen sollte, was ich eben nicht glaube. Ich soll's nicht sagen! Aber wir sind geschützt. Ich habe ja recht. So früh kam noch nie der Nebel. Heidi Witzka. Und wir haben Hunger. Oh mein Gott, nee. Oh mein Gott, nee. So. Der nächste Turm ist angefangen zu... Ja, angefangen mit bauen. So, zack. Dann klettern wir hier runter. So, dann kümmern wir uns natürlich erstmal um unsere kleinen Hüngerli. Warte mal, bevor wir das machen, holen wir das Eisen erstmal hier raus. Zack und zack. Immerhin 4 Stück. So. Dann. Was haben wir denn noch im Angebot? Hier ist nichts mehr, ne? Genau. So. Zack. Oh, 50% nur noch. Halleluja. So.
dann schauen wir mal. Essen. Durst geht natürlich auch jetzt komplett runter, ist nicht so schlimm. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal schnell auf die Jagd. Ich würde gerne mal einen Hirsch jagen gehen. Das machen wir jetzt auch noch. Das gehört zum Erholprogramm vom Berserker mit dazu. So. Sollte ja reichen, den Platz, den wir hier haben. Wir können ja die Nägel. Jetzt mal wieder hier rein. Wir können das hier alles reintun. Da haben wir nochmal 3 Platz frei. Dann das gute. Ja, hier war das. Guck mal, hier haben wir mal 5 Stück. Perfekt. So, wir gönnen uns einen Schluck. So, dann können wir eigentlich das gleich mal so wechseln, falls das schief geht. Weil ich möchte jetzt auch nicht Ewigkeiten dafür brauchen, um den Hirsch zu bekommen. Gut, dann füllen wir das kurz auf. So, unsere Werte perfekt. Wir machen mal ein Zwischenseefli. So. Das kann stehen bleiben. Ja, komm, wir nehmen den hier gleich mit. Auf dem anderen habt ihr jetzt gerade keinen Platz. Sonst wird es stehen mitnehmen einfach. Ich möchte den jetzt auch nicht ausräumen, großartig. So, jetzt machen wir hier natürlich wieder mit Gefühl jetzt. Jetzt steht das hier alles. Ist natürlich alles schmaler geworden. So, einmal aussteigen. Zack, zack. So. Hier hat wieder irgendjemand seine Mats verloren von den Zombies. Ach, das ist echt buggy. Eine Kartoffel will ich nicht. Okay. Let's go. Hätte natürlich jetzt auch andersrum fahren können. So. So. Dann sind wir hier auch auf der Straße. Perfekt. So. Let's go. Müssen wir hier gucken, ob hier eventuell wieder Benzin gibt. Das machen wir aber alles mal in einer anderen Folge. Jetzt gehen wir noch schnell einen Hirsch jagen. Wir müssen natürlich aufpassen, nicht, dass der Bär uns jetzt wieder jagt. Nein, da vor 2 Folgen, der Mist Survival-Folge, wo ich das neue Update gezeigt habe, haben wir ja hier einen Bären umsonst erlegt. Der ist aber auch mittlerweile auch gespawnt. So, wir müssen. Genau, jetzt hier erstmal gerade bis zum Ende, dann links halten. Oh. Danke. Wer das auch immer kommt. So, jetzt kommen wir schon in das Gebiet eigentlich von dem Hirsch. Müssen wir mal gucken. Meistens ist er hier oben auf dem Berg drauf, ne? Hier weniger, wir brauchen den anderen Berg. Rum. Dann könnte ich jetzt ohne Probleme hoch, oder? Ja. Manchmal sehen die Berge aus, als würdest du dort, ja, hängen bleiben mit dem Pickup. Aber kommst trotzdem hoch, ne? Ja. Genau hier wollte ich hin. Ich würde es gerne erstmal mit Pfeil und Bogen versuchen. Natürlich müssen wir auch erstmal einen finden, ne? Einmal hier sind, kommt Kontrolle. Gut. Da. Der Schuss muss natürlich auch sitzen, ne? Ja, du rennst weg. Ah, du oh, da war noch einer. Hm. Sie hat natürlich scheu, ne? Mit Pfeil und Bogen ist da recht schwer. Getroffen. Bleib stehen, Juri. Zack, 2 Pfeile braucht's. Er rennt weg. Gut, dann kümmern wir uns erstmal um den hier. Holla die Waldfee. So, jetzt habe ich das Zeug wieder nicht mit, ne?
Gar nichts. Nun läuft doch. Ja, ja, Bobby. Wenn du so weitermachst, nehme ich dich auch noch mit. Dann haben wir halt 4 Bobbys. Naja, egal. So, ich sehe schon, die Zeit ist schon wieder überschritten. Komm, das machen wir jetzt trotzdem noch mit. Der wird ja nicht gleich wieder despawnen. Ich hoffe, ich habe die Utensilien mit. Eine Axt habe ich auf jeden Fall dabei, aber das ist halt absolut nicht geeignet dafür, ne? Oder? Wo ist er denn? Da. Boah, warum fängt das jetzt an zu schwimmen, die Grafik? Ist ja belastend. So, das kannst du erstmal wegstecken. Warte mal, wo war denn das? Zack. Hatte ich hier nicht separat ein Messer und so? Jetzt sag mir nicht, ich hab... Oh, willst du mich verarschen? Ich habe nur die Axt mit. Wie lange soll ich denn da brauchen? Hm, schlecht vorbereitet. Aber ich frage mich gerade, wo unser Messer hin ist. Die waren doch hier immer drin. Habe ich die rausgenommen? Gut, dann müssen wir gucken, ob wir das mit der Axt alles hinkriegen. Achso, wir haben auch erstmal den Kopf. Best to use. Okay. Dann zack. Kriegen wir 2 Units raus. Wir nehmen die Axt natürlich. 30 Minuten. Let's go. Nebel ist ja schon durch, ne? So. Und der Oberkörper. Hard to use. Dauert halt 2 Stunden 45 für 4 Stücken Fleisch, ne? Und 5 Stunden 30. Machen wir mal kurz ein Sebi. Falls das schief geht. So, Nebel dürfte keiner mehr kommen. Ja, ich hab's vergessen. Tut mir ja leid. So. Und so. 5 Stunden 30, let's go. Daumen drücken. Dass nicht die Nachtzombies an uns knabbern. So, dann haben wir wenigstens 6 Stück Fleisch, was wir grillen können. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge holen wir uns noch ein. Und ja, das machen wir dann natürlich Pöckelfleisch draus. Was war das für ein Geräusch? So. Oh, einen Fake kriege ich wieder. So, wir haben jetzt hier alles, ne? Außer das natürlich, das brauchen wir nicht. Sehr gut, let's go. Licht an. So. Ach, du siehst nichts. Das ist ja... Lieber Entwickler, macht endlich das Licht von dem Auto richtig. Das ist eine Katastrophe. Ich deswegen euch da unten hängen bleibe, bei den Banditen, um ihm die Karre zu knallen, knallt. Oh, gewaltigste. Oh, Mann. Nee, das Licht ist echt eine Katastrophe. Rein. So, da ist das Tor. Ich hätte es gerne so auf. Dankeschön. So. Licht an. Tor zu. Tor zu. Sehr gut. Zack. So. Da sind wir in unserer Base. Sind wir auch relativ sicher. Zack. Raus hier. Dann gehen wir einmal hier rein. Guck mal, alles fertig. Alles dunkel hier. Oh, weia. Ja, komm. Zack. Gönn dir. So. Dann einmal genau 4 Stück. Das ist perfekt. Zack, zack. Zack. Und zack. So. Ein Fall wieder eingebüßt. Ach ja, stimmt, der hängt ja noch an dem Hirsch, ne? So, dann brauchen wir hier einmal Feuerholz. Zack, das neu gestaltete. So, zack. Dann legen wir hier schon mal 4 Stück drauf. Außer den anderen 2 können wir ja pökeln, oder?
Let's go. Hallo? Weil das alles war? Dann nehmen wir das halt runter. Zack. Burge brennt ja auch nicht, ne? Nein, überhaupt nicht. Oh, das kann weg, das brauchen wir nicht. Reicht zum Pöckeln. 2. Genauso viel haben wir. Warte, wie viel brauchte ich? Ja, mal gucken. Ich brauche 2 bei einem. Also brauche ich noch 2. Split one. Split one. Um diese 2 zu pöckeln, wenn ich das richtig verstehe. So. Das braucht noch ein bisschen. Das heißt, wir können einmal hier hin. So. Machen wir Tür zu. Bums. Und das kann hier hin. Da haben wir hier dann volles Stack. Das ist sehr gut. So, das grillt sich jetzt vor sich hin. Dann würde ich sagen, geht es in der nächsten Folge von Mist Survival weiter. Sind wir am Ende auch mit dieser neuen Folge von Mist Survival. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst doch bitte einen positiven Daumen nach oben da. Und wer es noch nicht gemacht hat, gerne auch ein kostenloses Abo. Würde mich riesig freuen. Damit unterstützt ihr mich und meinen Kanal. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen zum Wochenbeginn zu einer neuen Folge von Mist Survival. In dem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Macht's gut.